Vor kurzem wurde ja in Argentinien der anarcho-kapitalistische Libertäre Javier Milei zum Präsidenten gewählt. In Holland gewann Geert Wilders kurz darauf die Wahlen. Ganz klare Protestwahlen von Bürgern, die die Schnauze voll haben vom politischen Establishment und seinen leeren Versprechungen. Könnten solche Wahlergebnisse auch in Deutschland passieren? Gibt es genug Protestwähler, um zum Beispiel eine Protestpartei wie die AfD an die Macht zu bringen? Wäre das ein Fortschritt oder ein Desaster? Und ganz allgemein, welche Partei soll man eigentlich wählen? Welche bringt das Land wirklich nach vorne? Und welcher Politiker kann Deutschland in eine bessere Zukunft führen? Fragen über Fragen. In diesem Video versuche ich darauf eine Antwort zu geben und auch eine Wahlempfehlung auszusprechen. Kurzer Hintergrund zu mir. Ich habe Deutschland schon im Jahre 2000 verlassen, im Alter von 22 Jahren. Ich habe seitdem in der Schweiz, in UK, den USA, Irland und Malta gelebt und habe auch nicht vor, jemals wieder nach Deutschland zurückzukehren. Ich mag Deutschland und bin dort 2 bis 3 Mal jährlich zu besuchen bei Familie und Freunden. Aber dort zu leben, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich wollte ehrlich gesagt schon immer aus Deutschland weg, schon als Teenager. Vor diesem Hintergrund meiner Vita, also eines Deutschen, der schon lange im Ausland lebt, aber die deutsche Politik sehr genau verfolgt, fragen mich immer wieder Mandanten, wen ich wähle oder welche Partei meiner Meinung nach die beste für Unternehmen, Freiberufler und Investoren in Deutschland ist. Nun, heute muss ich dir gestehen, dass ich noch nie im Leben gewählt habe und ein überzeugter Nichtwähler bin. Das hat 3 Gründe. Erstens, wie gesagt, ich habe praktisch mein ganzes Erwachsenenleben im Ausland verbracht. Und während ich die deutsche Politik intensiv verfolge, habe ich keinen Bezug zu konkreten Parteien und Politikern. Das ist mir zu weit weg und hat zu wenig mit meiner konkreten Lebensrealität zu tun. Grund 2. Es gibt keine Partei in Deutschland, die ich wählen könnte. Und die Partei zu wählen, die das geringste Übel ist, kommt für mich nicht in Frage, denn das geringste Übel ist ja immer noch ein Übel. Daher könnte ich nirgendwo guten Gewissens ein Kreuz machen. Alle Parteien in Deutschland sind zum Beispiel für eine überzogene Besteuerung. Da könnte ich nie zustimmen. Grund 3. Mein Verständnis dessen, was Aufgabe des Staates sein soll, sind mit der deutschen Staatsphilosophie nicht kompatibel. Ja, ich bin absolut ein Verfechter der demokratischen Grundordnung, ganz klar. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen funktionierenden Staat brauchen für Dinge wie Verteidigung, Rechtsprechung, Schutz der Eigentumsrechte und andere Rechte des Einzelnen, kurz staatliche Ordnung. Aber ein Staat, der sich um jedes Detail des menschlichen Lebens kümmert und sich überall einmischt und zunehmend alles kontrolliert, das halte ich für höchst bedenklich, egal welche Partei das Sagen hat. Mein Nichtwählen ist also eine Verweigerung, bei diesem System mitzuspielen und dieses System mit meiner Stimme zu legitimieren. Wenn du mich nach einem konkreten Land fragst, das nach meinen Vorstellungen regiert wird, dann müsste ich lange nachdenken. Mir schwebt ein System in den USA, wie vielleicht vor dem Zweiten Weltkrieg vor, als die US-Bundesregierung eine klare, aber sehr limitierte Verantwortung hatte und die meisten Entscheidungen auf Ebene der US-Bundesstaaten getroffen wurden. Ein ähnliches System hatten wir ja auch in der Schweiz und haben es dort immer noch zum Teil. Aber das ist heute auch nicht mehr in den USA so. Das ist auch der Grund, warum ich nie Interesse hatte, eine Staatsbürgerschaft in einer der Länder anzunehmen, in denen ich gewohnt habe oder dort am politischen Leben teilzunehmen. Da ist auch vieles in Argen und nicht viel besser als in Deutschland. Nichtwählen ist für mich auch eine Wahl und eine legitime dazu. Ich will damit vor allem auch zum Ausdruck bringen, dass ich mir vom Staat absolut nichts verspreche. Politik ist für mich keine Ersatzreligion und der Staat kein Heilsbringer. Mein Lieblings-US-Präsident Ronald Reagan sagte in seiner Antrittsrede 1981, der Staat ist nicht die Lösung für unsere Probleme, der Staat ist das Problem. Wenn ich im Kontrast dazu anschaue, wie zum Beispiel Trump-Anhänger in den USA ihren orangenen Messias wie einen Sektenführer verehren, von dem sie die Lösung
all ihrer Probleme erwarten, dann wird es mir schlecht, ehrlich gesagt. Eine ähnliche Hörigkeit kann ich auch bei AfD-Anhängern beobachten, vielleicht ohne den Personenkult, den es ja bei Trump auf seine eigene Person bezogen gibt. Aber auch bei der AfD erwarten viele, dass sie alle Missstände in Deutschland beseitigen würde, koste es, was es wolle. Die Argentinier haben uns hier schon einiges voraus, denn sie haben einen Präsidenten gewählt, der damit geworben hat, die Rolle des Staates in der Gesellschaft extrem zu reduzieren und an die Eigenverantwortung und Freiheit der Menschen appelliert. Aber das wollen wir Deutschen ja gar nicht. Wir wollen einen großen, mächtigen Staat. Wir wollen Big Government und nur die Umverteilung anders regeln, gemäß unseren eigenen Präferenzen. So sagt die AfD zum Beispiel, dass sie die Erbschaftssteuer abschaffen will, aber dagegen eine Digitalsteuer einführen will. Es bleibt bei Umverteilung nur unter anderen Parametern. Mein Tipp daher, mach es wie die Argentinier. Setz deine Hoffnungen nicht auf den Staat und Politiker. Du wirst maßlos enttäuscht werden und verlass dich schon gar nicht auf irgendwelche Parolen der AfD. Wer die AfD und ihr fremdenfeindliches Programm gutheißt, dem sage ich heute, werde dir endlich bewusst, dass Deutschland ein Problem hat, das in seinen Konsequenzen viel schwerwiegender ist als der Klimawandel. Und das ist der demografische Wandel. Wir Deutschen sind eine vom Aussterben bedrohte Spezies. Ohne Einwanderung schrumpft unsere Bevölkerung um 0,5% pro Jahr. Gäbe es keine Einwanderer, wären wir in 450 Jahren als Nation ausgestorben. Kein Witz. Doch selbst wenn es dazu nie kommen wird, was ja wahrscheinlich ist, ergeben sich aus dem demografischen Wandel unvermeidlich albtraumartige Szenarien der Verarmung und ökonomisch-sozialer Verteilungskonflikte. Zweifellos wird daher Massenimmigration nach Deutschland unvermeidbar sein. Das mag uns gefallen oder nicht, das ist die Realität. Eine Partei, die daher dümmlich gegen Überfremdung hetzt wie die AfD, die ist deutschfeindlich und stellt die eigene Popularität über das Wohl des Landes, das dringend Bevölkerungszuwachs braucht. Auf eine solche Partei kannst du deine Zukunft nicht bauen. Und jetzt kommt auch noch die Olle Wagenknecht mit ihrem Linkspopulismus. Dass diese Frau überhaupt noch politisch aktiv werden kann in Deutschland, ist schon ein Skandal an sich. Bei all der Entnazifizierung sind wir Deutschen auf dem linken Auge komplett blind. Haben wir wirklich schon die DDR-Diktatur vergessen? Hast du dich mal damit befasst, wie Menschen dort unterdrückt wurden tagtäglich? Da hat es gereicht, wenn einer deiner Verwandten in den Westen fliehen konnte. Da wurde die ganze Familie danach in Sippenhaft genommen. Du konntest nicht mehr studieren, man hat seinen Job verloren, man wurde sozial geächtet. Und die Nachfolgepartei der dafür verantwortlichen SED darf in Deutschland in den Bundestag und gilt vielfach als regierungsfähig. Es ist ein Skandal. Und bei Wagenknecht kommt ja noch dazu, dass sie wenigstens bis 2010 bekennende Kommunistin war. Denkt dran, die Kommunisten haben doppelt so viele Menschen ermordet wie die Nazis. Es ist tatsächlich unfassbar. Und auf solche Leute willst du deine Zukunft bauen. Lass mich dir etwas ganz Wichtiges sagen. Du und nur du kannst dein Leben zum Erfolg machen. Nur du kannst für deine Kinder und deine Familie die besten Lebensbedingungen schaffen. Diese Verantwortung kannst du nicht an den Staat delegieren. Du bist für die Schulbildung deiner Kinder verantwortlich. Selbst wenn sie auf eine staatliche Schule gehen, bist du in der Verantwortung, von der Schule das einzufordern, was deine Kinder für ein optimales Lernen brauchen. Dazu musst du Zeit investieren, dich damit auseinandersetzen. Du bist für die finanzielle Versorgung deiner Familie verantwortlich. Was wartest du hier auf den Staat? Wenn du einen Job hast, der zu wenig bezahlt, dann bilde dich in Eigeninitiative weiter und such dir einen besseren Job. Das kannst du nicht auf den Staat abschieben. In der Beratung rede ich immer wieder mit hart arbeitenden Mandanten, die keine Topverdiener sind, sondern ganz normale Berufe, schlecht bezahlte Berufe haben, aber sich nicht zurücklehnen, auf Flüchtlinge schimpfen, die AfD wählen und dann erwarten, dass der Staat sich um sie kümmert. Nein, diese Mandanten lernen zum Beispiel zu traden, zu programmieren, Affiliate-Marketing zu machen, nebenher, in der Nacht, wenn sie todmüde sind. Und ich habe schon viele gesehen, die sich damit ein besseres Leben geschaffen haben.
in Eigeninitiative. Also, du hast selbst die Verantwortung für dein Leben und dein Erfolg, nicht der Staat. Das mag für heutige Ohren ultraliberal und kapitalistisch klingen, aber auf dieser Basis wurde übrigens auch die Bundesrepublik gegründet. Ja, Ludwig Erhard war ein Befürworter der sozialen Marktwirtschaft, aber sozial war da immer mit einem kleinen S geschrieben. Da ging es nicht um Umverteilung. Ich in meinem Leben versuche mich, soweit ich kann, vom Staat zu distanzieren und fernzuhalten und unabhängig und frei vom Staat zu werden. In den Ländern, in denen ich gelebt habe und lebe, habe ich zum Beispiel nie Kindergeld beantragt, auch wenn es mir zugestanden hätte. Ich habe mich immer, soweit es ging, vom staatlichen Bildungswesen ferngehalten und nach Möglichkeit meine Kinder per Homeschooling oder Privatschule unterrichten lassen. Ich zahle in kein staatliches Rentensystem ein, sondern sorge selbst vor. Ich versuche, mein Leben so zu planen, dass ich im Alter nicht auf staatliche Pflege angewiesen bin. Die werden uns sowieso irgendwann zum Freitod per Sterbehilfe überreden wollen, vor allem, wenn man auf staatliche Unterstützung angewiesen ist. Wenn in unserer Familie jemand finanziell notleidend wird, versuchen wir, ihn zunächst als Familie zu unterstützen, ohne dass er Hilfe vom Staat annehmen muss. Und natürlich bin ich auch ein Freund der traditionellen Rolle der Kirchen, Stiftungen und anderen nichtstaatlichen Organisationen, die eigentlich zum Staat einen echten Gegenpol bilden sollten und gerade früher das Sozialwesen dominiert haben. Aber auch hier hat sich der Staat wie eine Krake Macht und Einfluss gesichert. In Deutschland hängen die Kirchen durch die Kirchensteuer am staatlichen Tropf und sind dadurch leider komplett staatshörig und abhängig. Ja, man kann sogar von einer Staatsreligion sprechen. Hier bräuchte es jemanden wie Jesus, der im heiligen Zorn die Geldgierigen aus dem Tempel vertreibt. Nichts wäre besser für die Kirchen in Deutschland als die Abschaffung der Kirchensteuer, die dem linken Popanz dieses Staates im Staat ein Ende setzt und zu einer Rückbesinnung auf die wahren christlichen Werte führen würde. Das ist es, was Armut tatsächlich tut. Und Armut ist das, was diese Institution braucht. Jetzt fragst du vielleicht, was wäre, wenn alle so denken würden? Dann wäre der Staat ja am Ende. Das ist doch unsozial, wenn jeder sich nur um sich selbst kümmert. Als Reicher kann man das vielleicht sagen, aber was ist mit den weniger gut Situierten? Ja, das sind gute Fragen. Wie ich bereits am Anfang gesagt habe, bin ich absolut nicht gegen den Staat. Ich bin auch kein Libertärer. Der Staat hat eine wichtige Rolle. Er sorgt für Recht und Ordnung, Verteidigung, Schutz der Eigentumsrechte. Und ja, natürlich muss man sich der sozial Schwachen annehmen. Tatsächlich aber macht man es sich einfach, wenn man die Verantwortung, eine bessere Welt zu schaffen, auf den Staat abschiebt. Parolen dreschen, das kostet ja nichts. Du musst mehr tun. Die Welt zu einer besseren Welt zu machen, das ist nicht die Aufgabe des Staates. Es ist deine Aufgabe und meine Aufgabe. Tatsächlich wächst die persönliche Verantwortung, wenn wir uns von der Idee befreien, dass der Staat für das Wohl der Menschen von der Wiege bis zum Grabe zuständig ist. Und diese Verantwortung können wir wahrnehmen, egal in welchem politischen System wir leben und egal, welche Partei gerade an der Macht ist oder welche politische Meinung du hast. Du musst nicht warten, bis diese oder jene Partei die Macht hat. Du kannst heute beginnen, jetzt und hier. Um die Welt entscheidend zu verbessern, um Leiden zu mindern, reicht es, wenn jeder von uns seine persönliche Verantwortung in seinem persönlichen Umfeld ernst nimmt und dabei sein Bestes gibt. Dräng dich an, der beste Ehepartner bzw. Lebenspartner zu sein, gerade wenn es nicht einfach ist. Der Ehepartner oder Lebenspartner muss die Top-Priorität in deinem Leben sein. Und wenn du Single bist, dann gilt das Gleiche für deine Eltern und Geschwister. Versuche, die beste Mutter bzw. der beste Vater zu sein. Sei der beste Kollege, den man sich wünschen kann. Arbeite an deiner Karriere und bilde dich weiter. Sei der beste Freund, den du dir vorstellen kannst, ein Freund, den andere gerne zum Freund haben. Sprich den Entmutigten Ermutigung aus. Sei gut gelaunt und gelassen, auch dann, wenn es schwer ist. Baue ein Unternehmen auf, gib anderen Jobs und sei ein beispielhafter Vorgesetzter, der wirklich um die ihm Anvertrauten bemüht ist. Achte auf deine Gesundheit, damit du dieser Welt möglichst lange erhalten bleibst. Ich möchte schließen mit einem Zitat des kanadischen Psychologen Jordan Peterson, von dem du sicher schon gehört hast. Jeder von uns muss so viel Verantwortung wie möglich für das Leben des Einzelnen, der Gesellschaft und der Welt übernehmen. Jeder von uns muss heilen, was zerbrochen ist, und ausreißen und neu schaffen, was alt und überholt ist.
So kann jeder von uns ganz konkret etwas dazu beitragen, dass wir Leid mildern, dass diese Welt plagt. Ja, es wird viel von dir verlangt. Du wirst nicht weniger als alles geben müssen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.